Jetzt kommt es natürlich drauf an. So, pass mal Obacht. Wir holen erstmal einen Bogenschützen. Zack. Haben wir. So, dann gehen wir hier ein bisschen weiter vor. Sehr gut. So, hier würde ich jetzt erstmal gern umhauen, umhauen, umhauen. Und dann können wir hier... Hier ist ein Erdwall. Sehr gut. Den brauchen wir. Den nehmen wir auch mit, den Kumpel. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich bin ziemlich weit draußen jetzt. Ich reite mal zurück, denn unser Pferd kann auch nicht unbegrenzt reiten. Also, so reiten schon, aber so im Galopp, also schnell, geht nicht unbegrenzt. Da hauen wir den auch gleich noch um. So, wir werden jetzt dann gleich sehen, dass dieses Kraut, was wir hier haben, gleich verschwindet. Da gehen wir gleich weiter. Den hauen wir noch um. Und den. Da haben wir uns jetzt schon mal ziemlich weit expandiert. So, hier sieht man, wie das Zeug verschwindet und der Stein gleich freigeschalten ist. So, es wird auch heller. Also wir haben das Ganze quasi... Ja, den hauen wir auch gleich noch rum. Da sind wir sogar bis zu diesem ersten Lager hier vorgedrungen. So, den müssen wir jetzt dann gleich zurückschicken. Beziehungsweise kann ich da hier schon bauen? Ne. Jetzt kann ich wahrscheinlich bauen. Ja. Würde hier gern was hinbauen. Hallo? Geht nicht. Warum geht das nicht? Den kann ich bauen. Hier kann ich noch nicht bauen. Hallo? Warum geht das nicht? Würde ich hier gern... Ah, jetzt. So, den bauen wir hier hin. Dann verstärken wir das Ganze gleich mal. Zack, so. Ein, hallo? Ein, hallo? 1, 2, 3. So, er hat mir ein Gold gegeben, das passt auch. So, jetzt reiten wir mal auf die andere Seite. Hast du ein Gold für mich? Nein, hast du ein Gold für mich? Ja. So, das heißt, wir haben hier schon mal eine Befestigung. Und jetzt brauchen wir noch den hier. Und den holen wir uns. So. Okidoki, hier haben wir noch Kraut, da müssen wir noch ein bisschen was abbauen. So, jetzt könnten wir uns hier einen Turm hinsetzen. Könnten wir. Machen wir das auch? Wir setzen hier mal einen Turm hin. Somit haben wir einen Bogenschützen weniger, weil der sich ja dann da reinsetzt. So, der wird unser zweiter Bauarbeiter. Ja. Oh, hier wird schon angegriffen. Passt. Das haben sie gut gemacht, die Jungs. So, er wird unser zweiter Bauarbeiter. Das passt. Hier haben wir eine Befestigung, hier haben wir eine Befestigung. So, jetzt gehen wir mal ganz nach außen. Wahrscheinlich werden wir da gerade schon angegriffen. Oh nein. So, hier wurde aber schon angegriffen. Weil hier eigentlich 4 Zinken, glaube ich, drauf sind. Und einer ist schon abgebrochen. Sieht ein bisschen kaputt aus. So, schauen wir mal kurz außerhalb, ob wir hier noch einen hinbauen können. Ja. Tag 4.